Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde, lieber Herr Rüblin, herzlich willkommen, lieber Herr von Breitenbuch, ebenfalls herzlich willkommen, ich glaube, das erste Mal beim FDP-Parteitag. Freue mich sehr, dass wir heute hier in Neukieritzsch sind. Danke vor allem auch der Anja, weil sie sich so sehr stark dafür eingesetzt hat, dass wir mal hier tagen. War gar nicht so leicht. Ich glaube, auch dem Bürgermeister hier von Neukieritzsch und dem Gemeinderat müssen wir dankbar sein. Es gibt ja seit einiger Zeit ein bisschen das Problem mit der Vermietung von schönen Veranstaltungshallen an Parteien. Das machen die einen oder anderen Gemeinden und Kommunen machen das leider nicht mehr, was dann auch unseren Handlungsrahmen ein bisschen einschränkt. Sonst wären wir noch viel, viel mehr in Sachsen unterwegs. Und ich habe gar keine Lust, immer nur in den Großstädten zu tagen. Aber hier hat man Mut, hier hat man es gemacht. Fand ich sehr positiv, deswegen wunderbar, dass wir heute hier sind. Danke, Anja, für deinen Einsatz. Das war es aber schon mit einer guten Nachricht. Ja, Espenhain steht nicht mehr. Das Kulturhaus Espenhain. Ah, die Korrektur ist richtig. Das Kulturhaus Espenhain steht nicht mehr und steht genau seitdem nicht mehr, seitdem wir dort waren. Denn es wurde unmittelbar nach dem Besuch der FDP, ich weiß nicht, es muss ganz zum Anfang meiner Zeit in der FDP gewesen sein, wurde es abgerissen. Das ist jetzt auch eine mögliche Prognose für Neukieritzsch. Nein, nein, natürlich nicht. Die FDP ist heute in einer ganz anderen Verfassung als damals. Ich glaube, das ist 20 Jahre her. Ja, genau, das war mein erster Parteitag, den ich als FDP-Mitglied erlebt habe. Das muss genau 20 Jahre sein, weil ich jetzt genau 20 Jahre Mitglied dieser Partei bin. Und da hat sich doch in der Zwischenzeit viel verändert. Meine Damen und Herren, seit dem Bundesparteitag in Berlin vor 2 Wochen weiß zumindest ich einmal mehr, dass ich genau in der richtigen Partei bin. Das war ja schon ein Ding. Manchmal frage ich mich immer noch, wie wir das eigentlich hingekriegt haben. Was kann dein Beitrag sein? Warum es ist nicht alles so, wie es manchmal scheint? Es ist nicht alles so, wie es in der Zeitung steht. Am Ende hat man Delegierte, die hören auf ihr Herz. Die wählen manchmal Parteiführung, es so vorgibt. Wir sind eben eine freie Partei. Deswegen bin ich ganz stolz, dass wir das geschafft haben. Ich glaube, ich weiß jetzt einmal mehr, warum ich in dieser FDP bin. Das ist die richtige Partei für uns. Und jedenfalls sehr stolz auch, dass wir als ostdeutsche Landesverbände das erste Mal. Glaubt man nicht, ja, aber in dem Fall war es, denn die Sachsen haben ja auf diesem Bundesparteitag Sachsen auf der 28 Stimmen gehabt. Nicht ist. Sondern dass es vor allem ein gutes Ergebnis für die gesamte sächsische FDP geworden ist. Denn wir haben ja noch bei der Landesvertreterversammlung in Dresden ein Schild gefunden gehabt, da stand drauf, mehr Sachsen in Berlin. Und nicht nur ich habe es geschafft, sondern der Jan Lücke hat es ja ebenfalls in den Bundesvorstand geschafft und ganz neu. Und ganz neu ist erst nächstes Mal für die Ich darf jetzt in Berlin also, eigentlich mag ich ja Berlin. Ich sage das selbst als Sachse. Ist ja nicht so ganz selbstverständlich. Aber faszinierend finde sie aber tief in meinem Herzen für Teufelszeug halte. Und deswegen völlig ohne Emotionen an diesem Flughafen vorbeifahre auf einer Autobahn, die für mich viel besser ist. Noch stört mich auch das andere, was zu Berlin gehört, nicht so richtig. Aber Berlin ist ein. Ich fliege nicht so gern, falls es der eine oder andere nicht wusste. Also ich fliege eigentlich nie. Ja. Auf der Autobahn dafür umso schneller, genau. Berlin ist ein komischer Kosmos. In Berlin ist alles immer so aufgeregt, so empört, wie ich zum Beispiel Politik kenne und wie ich auch FDP hier vor Ort zu Hause erlebe. Und das ist das, was vielleicht ganz wichtig ist, dass der ein oder andere, der nur, ich bin ja schon sagenhafte, 13,5 Jahre Landesvorsitzender dieser Partei. Und ich weiß noch sehr gut, und viele von Ihnen waren ja dabei, wie das damals Ende 1999 gewesen ist. Und erklären, also unsere Minister natürlich in Ausnahme genommen. Aber in Berlin muss natürlich in selbst vielleicht einer Talkrunde erzählen, warum das mit der Steuersenkung nicht funktioniert hat. Ansonsten trifft euch das. Ansonsten müsst ihr das im nächsten Wahlkampf erklären.
Deswegen ist es vielleicht ganz wichtig, dass auch in diesem Bundespräsidium einer dabei ist, der eben aus der Kommunalpolitik kommt, das bin ich, der eben noch kein Berufspolitiker ist, der auch die schwierige Zeit der FDP schon mal an einer anderen Stelle, nämlich hier vor Ort, mitgemacht hat. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns auch jetzt in der Phase immer darauf besinnen, was unsere Wurzel ist. Die Wurzel, das seid ihr, das sind Sie, das ist die Arbeit vor Ort, das ist unsere Kraftquelle. Und dafür möchte ich in Berlin sorgen, dass das nie einer vergisst, meine Damen und Herren. Ich habe es bei meiner Vorstellungsrede in Berlin gesagt, ich möchte auch genauso heute beginnen, weil mich das wirklich bewegt. Wissen Sie, was für mich das Unwort des Jahres ist, aus FDP-Sicht? Es ist das Wort abräumen. Ich höre in Berlin immer wieder davon, dass wir dieses oder jedes Thema endlich abräumen müssen. Muss weg, ist negativ belegt, können wir keine Punkte damit sammeln. Hauptsache, wir reden nicht mehr drüber. Das geht schon eine ganze Zeit so, das geht schon ein paar Jahre so und immer wieder freuen wir uns dann, dass wir was abgeräumt haben, wundern uns aber auch zugleich, weil wieder ein neues Thema aufgetaucht ist, was wir dann eben wieder ganz, ganz schnell abräumen müssen. Meine Damen und Herren, ich habe ein bisschen Sorge, dass wir uns bei der ganzen Ab-, Um-, Weg- und Aufräumerei am Ende damit auch unser Profil abräumen. Das war so bei der Energiewende, der wir hätten niemals zustimmen dürfen. Das ist so in der Steuerpolitik und neuerdings höre ich ja auch, dass wir das Thema Mindestlöhne abräumen wollen. Ich weiß gar nicht, warum wir so ein Problem damit haben, Profil zu zeigen. Und es geht für mich um eine Frage: Sind wir Koch oder sind wir Kellner? Laufen wir für andere oder machen wir es nach unserem eigenen Rezept? Glauben wir wirklich, dass unsere Wahlchancen in Sachsen, in Deutschland steigen, wenn wir immer gleicher werden? Wenn wir aussehen wie die anderen? Wenn wir es machen wie die anderen? Wenn wir sind wie die anderen? Braucht Deutschland noch eine linksgrüne Partei mehr? Ich glaube, dass Deutschland das nicht braucht. Deutschland braucht eine Partei, die zu ihren Überzeugungen steht. Wir sind keine Stimmungspartei. Ich sage das immer wieder. Wir sind Überzeugungstäter. Wir wissen, dass wir oft alleine stehen. Wir wissen auch, dass wir es nicht jedem recht machen können. Wir wissen auch, dass uns oft der Wind kalt ins Gesicht bläst. Aber das ist nun mal so. Das ist unser Schicksal. Das ist auch unsere Lebensversicherung. Wenn wir sein wollen wie alle anderen, wenn wir dieselbe Sprache sprechen wie alle anderen, wenn wir dieselben programmatischen Aussagen treffen wie alle anderen, ja, dann machen auch die anderen die Politik, dann braucht uns keiner mehr in diesem Land. Was ist so schlimm, was ist so verkehrt am Unterschied? Warum fürchten wir uns als Liberale davor, anders zu sein? Warum fürchten wir uns vor dem Unterschied? Unterschied ist doch was Tolles. Es wäre schlimm, wenn alles uniform wäre. Es wäre schlimm, wenn alle gleich wären. Sondern der Unterschied macht uns erkennbar. Er macht uns einzigartig. Genau das ist, für das ich werben möchte. Philipp Rösler hat auf dem Bundesparteitag ein bisschen leger zu mir gesagt, ich sei dickköpfig. Das ist nicht dickköpfig. Das ist unser Markenkern. Das ist das, weshalb es uns gibt. Das ist Überzeugungskraft, das ist Haltung. Und nicht dickköpfig. Das muss die FDP sein. Das ist unsere Zukunft, meine Damen und Herren. Dafür werde ich weiter kämpfen. Wir werden für unsere Werte, unsere Grundsätze gewählt. Wir werden für unseren
Habitus gewählt. Wir werden für das Charisma dieser Partei gewählt. Wir werden für unsere Haltung gewählt. Wir werden für das gewählt, was uns einzigartig macht. Und zwar für das, was die Wählerinnen und Wähler nur von uns bekommen, nicht für das, was sie auch von uns bekommen. Das ist der entscheidende Unterschied. Deswegen bitte ich Sie, bleiben wir uns treu. Zum Beispiel mit einer kritischen Haltung zur aktuellen Energiepolitik, zum Beispiel mit einer kritischen Haltung zur Einführung von Mindestlöhnen und zum Beispiel damit, dass wir weiter für eine steuerliche Entlastung der berufstätigen Mitte in unserer Gesellschaft kämpfen, meine Damen und Herren. Mir gefällt übrigens nicht, ich weiß nicht, ob Ihnen das auch auffällt, dass wir als FDP in dieser Frage in letzter Zeit ein bisschen schwankend sind. Es ist auch bei uns nicht mehr so en vogue, darüber zu sprechen. Das Wort Steuersenkung, buh. Ich weiß, dass Roland Werner, der in der Programmkommission für das neue Bundestagswahlprogramm mitgesessen hat, richtig kämpfen musste, damit der Begriff Steuersenkung, Entlastung der berufstätigen Mitte, überhaupt wieder Eingang in das Wahlprogramm findet. Gut, dass du es geschafft hast, sonst hätten wir es beim nächsten Bundesparteitag aus der Mitte der Delegierten machen müssen. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Freizeit, auch nicht schlecht. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Das, wofür wir alle vor 3, 4 Jahren auf die Straße gegangen sind, gekämpft haben, wofür wir auch gewählt worden sind, und zwar ein ganz außerordentlich guten Ergebnis, ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Dass wir gegen Steuererhöhungen sind, naja, das ist ja wohl das Normalste. Die FDP wird das nicht mitmachen. Aber ich glaube, dass wir auch noch etwas zu erfüllen haben, dass wir auch unseren Wählerinnen und Wählern da noch etwas schuldig sind. Wir können mit den Ergebnissen in der Steuerfrage in dieser Legislatur nicht zufrieden sein. Ich glaube, das weiß jeder von uns, das wissen auch diejenigen, die in Berlin sitzen. Wir wollten mehr, wir sind zuerst an Wolfgang Schäuble gescheitert, danach jetzt am Bundesrat gescheitert. Wir waren sicher zu ungeschickt, vielleicht waren wir auch einfach zu schwach, um unsere Position durchzusetzen. Das ist schade, aber es ist kein Grund aufzugeben. Es ist kein Grund, von dem Thema zu lassen. Ich bin der Meinung, dass die Frage der steuerlichen Entlastung der berufstätigen Mitte auf der Tagesordnung bleiben muss. Sie hat an Aktualität, meine Damen und Herren, nichts eingebüßt. Deshalb warne ich auch davor, als FDP jetzt in die gleiche Leier zu verfallen, wie wir es von der Staatsbürokratie kennen oder auch von anderen Parteien, nämlich dass Steuersenkung gerade jetzt, in diesem Moment, leider wieder einmal nicht gehen. Es ist immer dasselbe. Jetzt ist es wahrscheinlich gerade wieder die Finanzkrise, Euro, demnächst dann wieder mal der Haushalt. Wenn es nach den Finanzministern und Stadtkämmerern in diesem Land geht, dann gibt es den idealen Zeitpunkt für Steuersenkung ja sowieso nie. Also ich habe noch nie einen kennengelernt, inklusive meinen eigenen in Dresden oder unseren Finanzminister in der Staatsregierung, der gesagt hat, ach, wisst ihr was, ich habe eigentlich genug. Mir reicht das, was ich bekomme, mehr brauche ich nicht, ich gebe mal was zurück. Hat es das je schon gegeben? Ich habe sowas noch nicht erlebt. Ich bin mir auch sicher, dass es niemals die Situation geben wird, wo man das mal erlebt. Der Staat ist nie satt. Er hat immer Hunger. Und er weiß auch immer irgendwas mit dem Geld, was er hat, anzufangen. Ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll, ist eine ganz andere Frage. Aber er braucht immer mehr, weil er sich nie selbst beschränkt, weil er verlernt hat, Maß zu halten. Wir als Liberale wissen eines, was vielleicht anderen Parteien nicht so geläufig ist. Wir wissen, dass solide Haushalte nichts mit hohen Steuern zu tun haben. Da gibt es keinen Zusammenhang. Wenn es den gäbe, dann müssten wir in Deutschland nirgendwo Probleme mit unseren öffentlichen Haushalten haben, denn die Steuern in Deutschland sind schon sehr lange sehr hoch. Wir sehen also, es gibt überhaupt keinen Zusammenhang damit. Das Problem ist eher, dass Staat und Verwaltung völlig verlernt haben, zu sparen.
und die Politik völlig verlernt hat, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Stattdessen hegt sie Besitzstände. Vor Ihnen steht der aktuelle Preisträger der Eule. Haben wir die eigentlich hier? Thorsten, zeig mal die Eule. Wo ist die Eule? Wer hat die Eule gestohlen? Unruhe. Macht mal die Türen hinten zu, abschließen. Jetzt machen wir Taschenkontrolle. Wo ist die Eule? Irgendjemand hinter mir findet sie gleich. Ich wollte sie wenigstens zeigen, ansonsten. Also irgendwas kommt gleich mächtig ins Rutschen und ich bin's nicht. Ich stelle es noch wieder rüber, das ist die Eule. So. Was denn? Ich zeig's dir nur, ich stehe dazu, ich erkläre auch einfach warum. Das ist da, die Eule ist natürlich kein, sieht zwar hübsch aus, aber ist natürlich kein positiver Preis, sondern es ist ein Negativpreis, und zwar der Negativpreis des Sächsischen Beamtenbundes. Den habe ich bekommen, und zwar stellvertretend für die gesamte FDP übrigens, nicht nur ich. Den habe ich bekommen, weil wir in Sachsen unpopuläre Entscheidungen getroffen haben. Im letzten Jahr hat der Finanzminister ihn bekommen, das Jahr davor hat ihn mein Fraktionsvorsitzender Kollege Steffen Flath bekommen. Das heißt, es ist ein Preis, den bekommen wir, weil wir eben den Mut hatten, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Im Wesentlichen, sage ich mal, haben wir den bekommen, weil wir in Sachsen vor 3 Jahren das Weihnachtsgeld gestrichen haben für unsere sächsischen Staatsbeamten. Und ich habe es bekommen, ich zitiere gerade aus der Begründung des Sächsischen Beamtenbundes, ich zitiere, so habe Zastrow versucht, die schlechte Bezahlung etwa der Lehrer mit den Löhnen von Arbeitnehmern in Sachsens Privatwirtschaft zu rechtfertigen. Das ist schon eine Sauerei, oder? Dass man die Gehälter im öffentlichen Dienst mit den Gehältern in der Privatwirtschaft vergleicht. Meine Damen und Herren, wenn das der Grund ist, das werde ich auch weitermachen. Ich denke schon, dass auch diejenigen, die in Sachsen das Privileg genießen, im öffentlichen Dienst zu arbeiten, und die machen zum größten Teil einen richtig guten Job. Und Sachsen würde nicht so gut dastehen, wenn wir nicht so gute Leute auch in der Verwaltung hätten, bei der Polizei hätten, bei den Lehrern hätten, bei der Feuerwehr hätten, überall sonst. Und trotzdem ist es nun mal so, dass ich mich nicht nur, so wie es der Beamtenbund macht, mit den Einkommensverhältnissen in Bayern vergleichen kann, sondern ich muss als sächsischer Staatsdiener natürlich auch gucken, was verdient denn ein normaler Sachse. Und diesen Vergleich muss auch der öffentliche Dienst in Sachsen aushalten, und ich werde den Vergleich auch immer ziehen, meine Damen und Herren. Ich mag Eulen. Ich habe zu Hause eine ganze Menge, der eine oder andere weiß das, auch ganz große. Ja. Kleiner als ich, aber groß. Und es hat sicherlich haben sich die Beamten noch irgendwas dabei gedacht, jetzt ausgerechnet die Eule als Symbol zu wählen, also einen nachtaktiven Beutegreifer, der tagsüber schläft. Aber natürlich, ja, also, muss ja einen Grund haben. Aber ist natürlich so, dass, ich kann ja eins sagen als Politiker, und da spreche ich auch für den Herrn von Greidenbuch, es ist natürlich schöner, wenn du solche Entscheidungen nicht treffen musst. Es gefällt dir als Politiker besser, wenn du sagen kannst, ach nehmt, wir haben es, es ist gut. Na, das ist keine angenehme Entscheidung, trotz alledem das zu tun. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir haben es getan, weil wir eben der Überzeugung gewesen sind, dass in dem Rahmen der ganzen Kürzung der Haushaltskonsolidierung, die wir in Sachsen gemacht haben, da haben wir ja beim vorletzten Haushalt immerhin 1 Milliarde kürzen müssen. Das ist eine Summe gewesen, die so überhaupt noch nie in einem Bundesland vergleichbar geschultert worden ist, dass eben auch
die Beamten ihren Beitrag mit leisten mussten. Für uns war eben wichtig, dass wir keine Schulden machen. Für uns war wichtig, dass wir die Leistungsfähigkeit unseres eigenen Landes realistisch einschätzen und dass eben Sachsen nicht den Fehler macht, wie viele andere Bundesländer auch in Westdeutschland, nämlich über seine Verhältnisse zu leben. Die Eule ist ein gutes Symbol. Wissen Sie, wo die Eule noch drauf ist? Auf der griechischen 1-Euro-Münze. Auf der griechischen 1-Euro-Münze. Auch das ist ein Indiz dafür, dass wir es genau richtig gemacht haben, meine Damen und Herren. Genau richtig. In Berlin hat man es anders gemacht. Da hat die Bundesregierung jetzt gerade das Weihnachtsgeld für die Beamten wieder eingeführt. Das sorgt dann auch für Ärger natürlich in Sachsen, ist ganz klar, weil viele dann sagen, ja, die und wir nicht. Das ist ein bisschen ein Problem. Ich bin noch ein bisschen sauer. Ich habe letztens dort mit unseren Finanzpolitikern gesprochen. So richtig konnten sie mich nicht verstehen. Was, wie, ihr habt das gekürzt? Und ich habe gesagt, ja, ja, das haben wir gemacht, das traut ihr euch? Ich habe gesagt, ja, ließ nicht anders sein, konnten wir nicht anders machen. Beamtenbund sagt, naja, wenn die das in Berlin machen, dann wäre es ja ein Zeichen von Wertschätzung und Respekt, auch für meine eigenen Beamten hier in Sachsen, wenn wir es dann auch hier einführen würden. Da hat man sicherlich recht, das ist gar keine Frage. Und trotzdem, auch in diesem Punkt, muss ich eine Gegenfrage stellen. Wie wäre es denn mal mit einem Zeichen der Wertschätzung und des Respekts für all diejenigen, die mit ihren eigenen Händen arbeiten, mit ihren Steuern das erwirtschaften, was dann der Staat und die Politik wieder so großzügig auch zum Beispiel für Weihnachtsgeld verteilen. Steuersenkung geht nicht. Wenn wir in Deutschland etwas übrig haben, wenn es etwas zu verteilen gibt, meine Damen und Herren, dann erst alle Berufstätigen, davon würden im Übrigen auch die Beamten, auch der öffentliche Dienst, genauso wie jeder andere profitieren. Aber das kommt zuerst, bevor ich mir über andere Besitzstände Gedanken mache, meine Damen und Herren. Es muss in Deutschland eine Kraft geben, die den Spieß umdreht. Steuern müssen sein. Gar keine Frage. Und in einem Land, in dem wir jedem, egal woher er kommt, egal wer er ist, Chancen und Möglichkeiten einräumen wollen. In einem Land, in dem Bildung, Erfindergeist und Forscherdrang unser Kapital darstellen. Und in einem Land, in dem es aus meiner Sicht zum gesellschaftlichen Selbstverständnis gehört, dass wir auch denen helfen, die schwächer sind, die gescheitert sind, die es schwerer haben als der ein oder andere von uns, da können Steuern niemals gering sein. Es wird immer so sein, dass wir in Deutschland eine höhere Steuerlast tragen müssen, als es in anderen Ländern ist. Und das ist absichtlich so. Und ich finde das auch gar nicht so schlimm. Aber das Maß, meine Damen und Herren, muss stimmen. Und die Begründung dafür, warum der Staat den Berufstätigen einen Teil ihres ja hart erarbeiteten Lohnes wieder abnimmt, die Begründung dafür muss stimmen. Die Bundesregierung hat hier noch eine Schuld beim Wähler zu begleichen. Sie hat die Reform der kalten Progression auf den Weg gebracht. Das ist richtig. Jetzt wird diese Reform leider im Bundesrat von SPD, Linken und Grünen blockiert. Das ist auch ganz interessant. Muss man dann vielleicht im Wahlkampf auch der SPD und den anderen Parteien mal erzählen, dass es doch eigenartig ist, dass man nicht mal dieses kleine bisschen mehr an Steuergerechtigkeit, dass nämlich, wenn jemand eine kleine Gehaltserhöhung kriegt, etwas mehr verdient, das dann auch für sich behalten kann. Dass man das nicht mal gönnt, das finde ich wirklich schäbig, das finde ich falsch und das ist die Politik von SPD, Grünen und Linken eigentlich. Das müssen wir im Wahlkampf unterstreichen, meine Damen und Herren. Aber die Tatsache, dass die Reform im Bundesrat blockiert wird, entbindet uns natürlich nicht von der Pflicht, dann über andere Entlastungsmöglichkeiten nachzudenken. Es gibt immer noch eine Reihe von Maßnahmen, die der Bund einfach so machen kann durch den Bundestagsbeschluss, wo er den Bundesrat beispielsweise überhaupt nicht braucht. Wir könnten immer noch die Stromsteuer senken
Und wir können uns auch mal dem Solidaritätszuschlag widmen. Da die Absenkung der Stromsteuer vorgestern beim Energiegipfel wieder mal nicht funktioniert hat und wahrscheinlich auch nicht kommen wird, schlage ich vor, dass wir uns jetzt einfach mal um den Soli kümmern. Wissen Sie was? Wir haben doch 6 Milliarden übrig. Also Herr Schäuble hat 6 Milliarden übrig. 6 Milliarden ist genau die Summe, die er den Berufstätigen zurückgeben wollte innerhalb der Reform der kalten Progression. Die kommt ja jetzt nicht. Was macht er jetzt mit dem Geld? Behält er es? Subventioniert er damit weiter die Steinkohle? Er könnte etwas anderes machen. Er könnte dieses Geld nehmen und mit diesem Geld beginnen, den Solidaritätszuschlag in Deutschland schrittweise abzusenken. Die 6 Milliarden, wenn ich die einsetzen würde, entsprechen ungefähr dem Umstand, dass alle, die ein Gehalt von etwa 5.500 Euro brutto haben, in Deutschland keinen Solidaritätszuschlag mehr zahlen müssten. Damit sind alle niedrigen, alle mittleren Einkommen dabei. Im Osten würde, glaube ich, überhaupt keiner mehr Solidaritätszuschlag zahlen. Das könnte man machen. Wir sollten das angehen. Das könnte unser Entlastungsversprechen zum 01.01.2014 sein. Wir haben noch eine Möglichkeit, unser gegebenes Wahlversprechen zu erfüllen. Ich bin dafür, jetzt den Soli abzusenken. Jetzt und sofort. Wir waren ja gerade beim Energiegipfel. Ich bin ja wirklich begeistert, wie man dort vorwärts kommt. Im November 2012 hatte man sich schon mal getroffen. Das Ergebnis des Treffens 2012, im November 2012 war gewesen, dass man sich einig war, dass man was tun müsste. Gut. Jetzt im März vorgestern war man sich einig, dass der Strompreisanstieg gestoppt werden müsste. Die Bundeskanzlerin erklärte, dass man jetzt eine Arbeitsstruktur für den Umgang mit der Energiewende geschaffen hat und dass man sich zukünftig jährlich treffen will. Ist keine schlechte Idee, hätte man vielleicht schon zum Anfang der Energiewende mit vereinbaren können. Ich befürchte leider, dass wenn man so mit der Energiewende umgeht, irgendwas dann gründlich schief geht. Meine Damen und Herren, vieles von dem, was die Bundesrepublik zu einem der erfolgreichsten Länder der Welt seit dem Krieg gemacht hat, wird heutzutage in Frage gestellt, allen voran das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft und das Leistungsprinzip. Das gilt zuallererst für die Energiepolitik in Deutschland. Nirgendwo anders tritt es so zutage. Man opfert wirtschaftliche Vernunft und Sachverstand einer fast schon naiven Staatsromantik. Man scheut sich nicht einmal mehr davor, mit planwirtschaftlichen Konzepten eines gescheiterten Systems die Zukunft der Energieversorgung in Deutschland gestalten zu wollen. Wissen Sie was? Das funktioniert nicht. Das ist schon mal schiefgegangen. Das nannte sich DDR und ich war selbst dabei. Aber eines gab es noch nicht mal in der DDR. Nämlich, dass jemand, der in eine bestimmte Technologie investiert, risikolos garantiert auf eine lange Zeit hinweg richtig gutes Geschäft machen kann. Das gab es noch nicht mal in der DDR. Wir bezahlen den Windkraftbetreibern beispielsweise alles. Wir bezahlen ihnen quasi die Investitionen. Wir bezahlen ihnen den Strom, den wir ihnen abnehmen, aber wir bezahlen auch den Strom, den wir nicht abnehmen. Wir zahlen, egal ob das Windrad sich dreht oder ob es stillsteht. Und das für 20 Jahre lang. Ich glaube, es gibt in der Bundesrepublik Deutschland kein einziges anderes Beispiel, wo die Marktwirtschaft so derart ad absurdum geführt wird. Meine Damen und Herren, so kann man ganz schnell auch mal eine Volkswirtschaft ruinieren. Wir müssen als FDP aufpassen. Wir müssen das Korrektiv innerhalb der Energiewende sein. Ich empfehle der Bundesregierung, vom Glauben zum Wissen zu konvertieren. Ja. Sie sollte sich eingestehen, dass die Energiewende überstürzt und nicht durchdacht war. Ich habe das so ähnlich übrigens schon vor 2 Jahren gesagt. Ich wiederhole es trotzdem, weil irgendwie habe ich das Gefühl,
Wir haben recht. Ohne Not, und zwar nur aus ideologischen Gründen, denn Fukushima hat nun mal nichts mit Deutschland zu tun. Wie wir alle ganz genau wissen, haben wir uns in einen energiepolitischen Blindflug begeben und hat sich Deutschland innerhalb Europas energiepolitisch völlig isoliert. Die Folgen sehen wir jetzt in rasant steigenden Energiepreisen und in einer nachhaltigen Schwächung des Industriestandortes Deutschland und in zunehmenden Problemen auch in unseren Kommunen. Ich habe es mal ausrechnen lassen, jetzt gerade in Dresden, allein die Stadt Dresden zahlt im Jahr 2013 aufgrund der höheren EEG-Umlage 850.000 Euro mehr. Das Geld könnten wir auch für andere Dinge gebrauchen und ich nehme an, dass es in allen anderen Kommunen sehr ähnlich ist. Es mag zwar sein, dass das für den einen oder anderen etwas zu reich gewordenen Wohlstandsgrünen kein Problem ist, aber für viele andere ist der Strompreis nun mal auch eine soziale Frage und eine Frage des gesellschaftlichen Wohlstandes. Wenn wir nicht wollen, dass demnächst noch weniger hier bei uns in Deutschland und dafür noch mehr in Asien produziert wird, dann muss man das genauso weitermachen, meine Damen und Herren. Deshalb müssen wir Schluss machen mit der Übersubventionierung von regenerativen Energien. Auch Sonne, Wind, Biomasse und Wasser müssen sich am Markt bewähren. Und ich bin unserem Wirtschaftsminister Sven Morlock sehr dankbar, dass wir in Sachsen explizit, auch alleine muss man sagen, unter allen Bundesländern, einen anderen Weg gehen und gemeinsam mit der Sächsischen Union Vorreiter in Sachen Rückkehr zu energiepolitischer Vernunft in Deutschland sind. Ich glaube, die anderen könnten sich an Sachsen ein Beispiel nehmen. Der Freistaat Sachsen hat als erstes Bundesland einen eigenen Vorschlag zur Reform des EEG in den Bundesrat eingebracht. Mit dem Quotenmodell, was Sven Morlock entwickelt hat, wäre es möglich, die schlimmsten Auswüchse des EEG schnell und zügig zu stoppen. Leider hat man sich auf dem Energiegipfel vorgestern darauf verständigt, das EEG jetzt doch nicht mehr in dieser Legislatur zu reformieren, sondern man will das dann irgendwann nach den Wahlen machen. Meine Damen und Herren, da zählt natürlich jeder Monat, weil mit jedem Monat Zubau auch weitere Lasten für den deutschen Steuerzahler entstehen und die falsche Weichenstellung fortgeführt wird. Sachsen handelt anders und besser als in Berlin. Wir haben jetzt in der vergangenen Woche, vor zwei Wochen, mit dem von der Staatsregierung verabschiedeten Energie- und Klimaprogramm eine Schranke eingezogen und werden den Zubau von vor allem von Windkraftanlagen in Sachsen energisch begrenzen, meine Damen und Herren. Nach der Energiewende hatte Sachsen, der Ministerpräsident, ein Ausbauziel von regenerativer Energie von 33% gesagt. Wir haben in Sachsen den Mut gehabt, und da bin ich wirklich allen Beteiligten, den Koalitionen sehr dankbar, dieses Ziel zu korrigieren. Das ist sehr ungewöhnlich. Einmal gesagt, bleibt man ja meistens dabei. Aber wir in Sachsen, vielleicht ist das auch ein bisschen unsere Eigenart, ich glaube, die Sachsen sind ja nicht solche Sprücheklopfer, sondern ein bisschen technischen Sachverstand haben wir doch. Physik und Mathematik spielen ja auch eine größere Rolle und vernunftbegabt sind wir auch. Wir haben eben gesagt, wenn wir sehen, dass es eine Fehlentwicklung gibt, dann müssen wir unsere Position, die es vor 2,5 Jahren gegeben hat, eben auch bereit sein zu korrigieren. Wir machen das, wir haben das Ausbauziel auf 28% gesenkt, was im Endeffekt bedeutet, dass es allzu viel Zubau in Sachsen nicht mehr geben wird. Wir haben weiterhin dafür gesorgt, dass Windkraftanlagen nicht in Wäldern stehen dürfen. Es mag für den einen oder anderen da draußen komisch klingen, aber uns ist Naturschutz wichtig. Anders als den Grünen. Wenn sie es nämlich für die grüne Klientel rechnet, dann spielt Naturschutz plötzlich überhaupt keine Rolle mehr. Dann dürfen sich die Windräder nämlich auch über den Wipfel unserer Wälder drehen. Das sehen wir anders. Und aus Verantwortung für die Natur sagen wir, in Wäldern hat kein Windrad zu stehen, meine Damen und Herren. Im Klimaprogramm wollen wir außerdem das Mitspracherecht der Bürgerinnen und Bürger stärken.
Es ist ein tiefer Einschnitt, nicht nur in die Kulturlandschaft, sondern auch in dein Lebensumfeld, wenn du vor deiner Haustür so ein riesen Windrad hingesetzt kriegst. Die Gemeinden machen das ja meistens so, dass man die Gemarkungsgrenze gibt und dann sagt, dort stellen wir es hin. Und die Nachbargemeinde hat einen Zong, weil dort stehen sie näher dran. Wir wollen, dass in Zukunft die Bürgerinnen und Bürger wirklich ein Mitspracherecht haben, und zwar aller betroffenen Gemeinden. Wir stärken damit das Mitspracherecht der Bürger, und auch das ist ein Erfolg dieser Regierung, meine Damen und Herren. Und wir wollen mit einer Bundesratsinitiative eine wichtige Änderung durchführen, nämlich die Privilegierung des Baus von Windkraftanlagen in Länderhoheit geben. Es kann ja sein, dass die im hohen Norden, in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein Windräder ohne Ende wollen. Und es kann auch sein, dass die das schön finden. Und es kann auch sein, dass dort der Schaden für die dortige Kulturlandschaft nicht so groß ist. Wir aber in Sachsen wollen selbst über uns entscheiden und selber festlegen, ob wir Windkraftanlagen im Erzgebirge, in der Oberlausitz oder in der Stadt Dresden, wie die Grünen selbst gefordert haben, haben wollen oder nicht. Und deswegen wollen wir, dass das regionalisiert wird. Die Länder sollen am Ende darüber entscheiden, wo die Windkraftanlagen gesetzt werden können. Das ist unsere Initiative in Berlin, meine Damen und Herren. Der sächsische Weg in der Energiepolitik ist der richtige, und ich bin mir sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann andere uns folgen werden. Aus dem Bundesrat höre ich das immer wieder, dass selbst SPD-regierte Länder mittlerweile schon eher auf unsere Position umschwenken. Dass das Widerstand erzeugt, meine Damen und Herren, muss man wissen. Wir als FDP spüren den Widerstand natürlich ganz besonders, denn die Lobbyisten der regenerativen Energien sind natürlich in heller Aufregung. Wer die letzte Fortschrittsoffensive, also unsere alternative Energiekonferenz in Dresden besucht hat im Dezember, hat es gemerkt. Da hat der VEE Sachsen, das ist der Verein für erneuerbare Energien, Chef ist dort ein ehemaliger grüner Bundestagsabgeordneter, der auch selbst Windunternehmer ist. Nur mal, stellen Sie sich mal vor, das wäre FDP und ein Hotelbesitzer. Was da los wäre? Bei Grün spielt das keine Rolle, das sind ja die Guten. Die sind ja für das Gute. Die dürfen das. Da wird nie die Frage gestellt, ach, gibt es da vielleicht? Nee, Grüne dürfen das, wir nicht. Egal, wir kommen damit klar. Die haben riesengroße Anzeigen geschaltet, na, mit Herrn Zastro zurück in die Steinzeit. Gute Werbung, Bekanntheitsgrad steigt, danke. Aber man sieht eben auch, was die für Geld haben. Die kleine Bürgerinitiative vor, die zum Beispiel Moldau dagegen kämpft, dass dort 18 riesengroße Windkraftanlagen auf den Erzgebirgskamm kommen, die haben das Geld nicht. Die brauchen Verbündete, die brauchen Unterstützung aus der Politik. Und meine Damen und Herren, wir als FDP stehen an deren Seite, wir als FDP stehen an der Seite der Bürgerinitiativen. Auf uns können sich die Bürgerinitiativen verlassen. Was mir übrigens am besten gefallen hat, deswegen merkt man auch, was für eine Unruhe da ist und wie dann am Ende auch gegen uns gearbeitet wird. Wunderbar fand ich die Aussagen letztens von dem Thüringer SPD-Wirtschaftsminister, von Herrn Machnik. Der redete nämlich ausnahmsweise mal Klartext und sagte, ich zitiere, wer gegen die Windkraft ist, ist gegen die Energiewende. Gut, wenn er mich fragen würde, hätte er recht. Aber kennen Sie das irgendwoher? Wer gegen die Windkraft ist, ist gegen die Energiewende. Woran erinnert das denn? Der aufrechte Ossi, weißt du, was das war, ne? Wer gegen den Sozialismus ist, ist gegen den Frieden. So wurden damals die Diskussionen beendet. Na, das hast du als Argumentation gekriegt. Und dann war auch Schluss. Früher wurde einem ein ungenügender Friedenswille unterstellt. Heute ist man Klimaleugner oder Knecht der Atome. Die Methode hat sich nie geändert. Interessant, ne? Passt aber auch zu denjenigen, die das machen. Meine Damen und Herren von der anderen Seite, liebe Freunde der Windkraft, wir tun doch gar nichts. Wir wollen doch einfach mal darüber reden. Und das sollte doch erlaubt sein, nämlich spätestens seit Oktober 1989 gilt auch hier in diesem Teil Deutschlands die Meinungsfreiheit. Und diese Meinungsfreiheit lassen wir uns auch nicht von Tugendwächtern oder Moralaposteln nehmen, meine Damen und Herren.
damit bin ich auch beim letzten großen Thema, was ich heute beim Parteitag mal ansprechen möchte. Denn wir sprechen ja auf unserem Parteitag über das Verhältnis von Kirche und Staat. Und was mich wirklich ein bisschen überrascht hat, sind die doch sehr heftigen Reaktionen, die wir in den letzten 2-3 Tagen in den Medien nachlesen konnten, die heftigen Reaktionen, die vor allem aus den Kirchen und auch von Teilen unseres Koalitionspartners gekommen sind. Wie gesagt, eigentlich wollen wir ja nur mal darüber reden. Eigentlich steht in unserem Antrag nur drin, dass wir mal darüber reden wollen und dass wir das eine oder andere prüfen wollen. Meine Damen und Herren, wir stellen in Sachsen regelmäßig viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens auf den Prüfstand, oftmals übrigens mit der Folge, dass wichtige Akteure, wichtige Organisationen, wichtige Einrichtungen mit zurückgehenden staatlichen Mitteln auskommen müssen. Diese Einrichtungen haben einen Anspruch darauf, dass man begründet, warum wir ihnen beispielsweise weniger geben können, weniger als beispielsweise den Kirchen. Denn im Gegensatz zu fast allen Bereichen in Sachsen wachsen die Zuwendungen für die Religionsgemeinschaften Jahr für Jahr kontinuierlich an. Es hängt einfach daran, dass die Zuwendung für die Religionsgemeinschaften an die Entwicklung der Gehälter im öffentlichen Dienst bei den Beamten gekoppelt sind. Und da die nie runtergehen, sondern immer anwachsen, wachsen auch die Zuwendungen an. Was ist also so schlimm daran, wenn wir nicht wie behauptet staatliche Mittel kürzen wollen, sondern lediglich überprüfen wollen? Für mich ist es völlig normal, dass man sich hin und wieder auch alte Vereinbarungen ansieht, vor allem wenn sie schon 210 Jahre alt sind, oder sich auf die Weimarer Reichsverfassung berufen. Es ist ja denkbar, dass die Regelwerke von damals nicht mehr so ganz in die passen und es deshalb sinnvoll ist, mit den Kirchen ins Gespräch zu kommen, zumal jede Veränderung, die wir zum Beispiel gerne hätten, nur im Einverständnis, im Einvernehmen mit den Kirchen am Ende möglich ist. Wir brauchen ihre Zustimmung. Einseitig geht dort gar nichts, das ist vertraglich geregelt. Warum also diese heftigen Reaktionen? Ein bisschen erinnert man mich das an das, was ich eben gesagt habe. Na, wer gegen den Sozialismus ist, ist gegen den Frieden. Mich wundert es vor allem, weil ich weiß, dass gerade die evangelische Kirche ja nicht zimperlich ist im Umgang mit uns, im Umgang mit politischen Parteien, mit politischen Initiativen. Ich glaube, die meisten von Ihnen wissen noch, wie die Reaktion in den letzten Jahren auf die eine oder andere Initiative von uns gewesen ist. Der Bischof Bull bezeichnete beispielsweise die Sonntagsöffnung von Autowaschanlagen als menschenverachtende Politik. Also, da fragt man sich, ob es nicht auch eine Nummer kleiner geht. Offensichtlich nicht. Die mit der CDU ausgehandelte Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten in unserem Koalitionsvertrag bezeichnete dann der gleiche Herr Bohl mit den Worten, der Schwanz hätte mit dem Hund gewedelt. Und ich kann mich noch als Stadtrat in Dresden daran erinnern, das ist noch gar nicht lange her, da ging es darum, ob anlässlich des Striezelmarktes an 2 Sonntagen im Dezember auch die Geschäfte öffnen können, so wie das in Leipzig oder in Chemnitz auch ist. Da weiß ich noch, wie plötzlich ein Pfarrer als Gastredner eingeladen war. Er sprach dort für SPD, Linke und Grüne. Es gab vehemente, kraftvolle Rede hat er da gehalten. Die gipfelte darin, dass er seiner CDU, die für eine Liberalisierung gewesen ist, empfohlen hat, sie sollen das C aus ihrem Namen streichen. Und ich kann mich auch noch an den evangelischen Kirchentag in Dresden erinnern. Und wenn ich so überlege, womit man sich dort beschäftigt hat, da dachte ich immer, heute, das klingt ja so, wie ich es zum Beispiel von einer grünen Partei kennen würde. Man hat dort gesagt, ja, wir wollen einen noch schnelleren Atomausstieg. Und als Ergänzung dazu möchten wir als evangelische Kirche auch noch ein Bauverbot für neue Kohlekraftwerke. Die Kirche mischt sich ein. Wir tun das auch, meine Damen und Herren. Und was der Kirche gestattet ist,
ist uns als FDP, meine Damen und Herren, auch gestattet. Das möchte ich hier mal festhalten. Die Kirchen übernehmen in unserer Gesellschaft sehr wichtige Aufgaben. Sie sind Sinn- und Wertegeber und nicht alles lässt sich materiell messen. Gott sei Dank lässt sich das nicht materiell messen, weil es Dinge gibt, die über dem Materiellen stehen. Und da haben die Kirchen eine wichtige Funktion in unserer Gesellschaft. Die Arbeit der Kirchen verdient deshalb unsere Anerkennung und unseren Respekt. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass Caritas und Diakonie nicht nur aus reiner Nächstenliebe soziale Einrichtungen betreiben, sondern weil es sich dank staatlicher Mittel auch rechnet. Gar kein Vorwurf, überhaupt kein Vorwurf. Als Liberaler weiß ich, wovon ich spreche. Aber man muss es mit sagen, man muss es mit sagen dürfen. 75% der Sachsen gehören keiner Religionsgemeinschaft an. Sie teilen andere Werte, sie nutzen andere Einrichtungen. Und auch diesen Sachsen muss ich als Bürgerliche, als liberale Partei die Frage beantworten, wieso die Kirchen in Sachsen vom Staat so fürsorglich behandelt werden und wieso sie so viele Privilegien vom Steuer- bis zum Arbeitsrecht genießen. Ich kann das fast immer sehr gut beantworten. Ich kann es fast immer gut beantworten. Denn auch wenn heute die meisten Sachsen kein Glaubensbekenntnis mehr ablegen, so beruht unsere Gesellschaft auf der christlich-jüdischen Kultur. Sie zu bewahren, sie zu pflegen, ist selbst mir als jemand, der keiner Kirche angehört, der aber mit viel Sympathie und viel Interesse die Begegnung, beispielsweise die Arbeit des Bistums Dresden-Meißen verfolgt oder beispielsweise auch die Arbeit der jüdischen Gemeinde in Dresden sehr intensiv verfolgt, selbst mir ist das sehr viel wert. Das ist wichtig, das ist eine ganz entscheidende Wurzel unseres Landes neben dem Humanismus. Aber ich muss auch die Frage beantworten, meine Damen und Herren, dann wird es dann eben doch konkret, weshalb der Staat gerade im ländlichen Raum überall in den letzten Jahren Schulen geschlossen hat, wenn diese anschließend durch freie evangelische Schulträger wieder eröffnet werden. Immer weiterhin auch im Wesentlichen bezahlt durch den Staat. Inzwischen haben wir in Sachsen 54 sich in evangelischer Trägerschaft befindlichen Schulen. Und anders als die 6 katholischen Schulen in Sachsen sind die 54 keine Schulen, die das staatliche Schulsystem durch ein besonderes pädagogisches Angebot ergänzen. Nein, diese 54 Schulen ersetzen staatliche Schulen, meine Damen und Herren. Und genau das halten wir als Liberale für ein Problem. Und ich frage mich ernsthaft, was eigentlich dahinter steckt. Wieso haben unsere Vorgänger in der Regierung, vor allem im ländlichen Raum, Schulen geschlossen, wenn wir sie ja dann doch weiter bezahlen als Staat? Wenn wir sie denn doch weiter bezahlen, dann hätte ich ja auch die staatliche Schule weiter bezahlen können. Diese Überlegung war übrigens ein ganz entscheidender Grund, und ich sage das sehr selbstbewusst, für das Schulschließungsmoratorium, was Anja vorhin schon angesprochen hat, was wir vor 3 Jahren durchgesetzt haben. Weil wir gesagt haben, wir können nicht zugucken, wie immer mehr staatliche Schulen verdrängt werden durch freie Schulen, die ja nicht im richtigen Wettbewerb mit den staatlichen stehen. Sie wissen das alle, die staatliche Schule muss sich an bestimmte gesetzliche Kriterien halten. Mindestschülerzahlen, Zügigkeiten, Klassenstärken. Das alles gilt für freie Schulen übrigens nicht. Es gibt Fälle in Sachsen, wo eine freie Schule eröffnet ist, eine evangelische Schule. Die haben 7 Schüler aufgenommen, durften damit Unterricht machen. Das waren genau die 7 Schüler, die am Ende der staatlichen Schule gefehlt haben. Und das hat dazu geführt, dass die staatliche Schule zugemacht hat. Meine Damen und Herren, wo kommt das her? Es gibt den einen oder anderen, der könnte denken, es ist Absicht. Es ist Absicht, um religiöse Schulen einen Zugang in unser Schulsystem zu schaffen.
Meine Damen und Herren, ich bin der Auffassung, dass die 75% der Sachsen, die sich nicht zu einem Glaubensbekenntnis zugehörig fühlen, ein Recht darauf haben sollten, ihre Schulen auf eine konfessionslose, humanistische Schule in Wohnortnähe schicken zu können. Ich will unser gutes staatliches Schulsystem schützen, nicht mehr und nicht weniger. Meine Damen und Herren, über die muss man sprechen. Spätestens wenn das Schulschließungsmoratorium 2015 ausläuft, werden wir darüber wieder reden müssen. Ich empfehle meinen Kollegen von der CDU da übrigens etwas mehr Gelassenheit. Der Wahlkampf ist weit weg. Wir behandeln heute auch dieses Thema, weil es noch weit weg vom Landtagswahlkampf ist. Ich glaube, damit haben wir nämlich die Ruhe, auch seriös über so ein schwieriges, emotionales Thema diskutieren zu können. Ich glaube, es wäre was anderes, wenn wir es parallel mit unserem Wahlprogramm gemacht hätten. Deswegen ist das genau jetzt der richtige Zeitpunkt, diese Debatte zu führen. Ich glaube, man sollte die Debatte auch zulassen. Wir haben in Sachsen ja in vielen Themen eine außerordentlich große Übereinstimmung mit unserem Koalitionspartner. Das gilt in der Finanzpolitik, das gilt in der Bildungspolitik, das ist bei der Staatsmodernisierung so, das ist in der Energiepolitik, denke ich, in ganz großem Maße so und es ist auch in vielen Wirtschaftsfragen so. Unsere Koalition verbindet mit Sicherheit viel, viel mehr als jede andere schwarz-gelbe Koalition in Deutschland und das macht uns ja auch so erfolgreich. Man sieht es auch daran, dass wir in Berlin immer mehr eigene Akzente setzen. Ich habe vorhin das schon angesprochen mit der Änderung der Privilegierung für die Windkraftanlagen, mit unserer Bundesratsinitiative, die wir für die Fachkräfte gemacht haben, oder jetzt auch die neue Bundesratsinitiative zum EEG. Und das Interessante ist, das erlebe ich oft in Berlin und ich teile diese Erfahrung, ich glaube mit Jürgen, mit dir, mit Sven, mit dir auch, und ich teile sie vor allem aber auch mit Stanislav Tillich, wenn wir im Kabinett ab und zu mal reden, so wie darf ich vielleicht sagen, es ist sehr häufig so, dass sowohl er mit seiner sächsischen Position in der CDU ein Problem hat, wie ich mit meiner sächsischen Position in meiner FDP ein Problem habe. Das schmiedet uns zusammen. Und oft ist es so, dass die sächsische Stimme lauter ist als die jeweilige Parteistimme. Und eigentlich ist das ganz gut für unser Land. Eigentlich können wir froh sein, dass es so ist. Aber natürlich gibt es Unterschiede, ansonsten würde ja Herr von Breitenbuch oder anderer Delegierter die Vereinigung fordern von CDU und FDP, das wollen wir ja nicht. Ich meine, CDU kann gern kommen, aber nicht so viele mitbringen. Aber natürlich gibt es Unterschiede, wir sind eben verschiedene Parteien. Und sicherlich beantwortet eine christlich-demokratische Union Kirchenfragen auch anders als eine liberale Partei. Das ist so, das steht quasi ja schon im Namen unseres Koalitionspartners mit drin. Die Union darf uns das überhaupt nicht übel nehmen. Das kann man einem Liberalen nicht übel nehmen, denn als Liberaler ist man ja quasi streng säkular. Als vor 150 Jahren die Deutsche Fortschrittspartei, als unser direkter Vorfahre, also unser Urahn als FDP gegründet worden ist, übrigens interessanterweise damals viel von Pfarrern und von Kirchenleuten, später dann Friedrich Naumann hier, wie es gesagt war, selber Pfarrer, da hat man uns die Trennung von Kirche und Staat quasi in die Geburtsurkunde geschrieben. Das ist einer der Gründe, warum damals auch die Deutsche Fortschrittspartei gegründet worden ist, weil man auf diese Trennung Wert gelegt hat, weil Glaubenssachen Privatangelegenheit für jeden Liberalen sind. Das hat mit Politik nichts zu tun. Das ist immer ein Selbstverständnis für uns gewesen. Deswegen weiß ich auch, dass die CDU hier viel Verständnis für uns mitbringen wird. Aber es ist in der Kirchenfrage vielleicht ähnlich wie in der Familienpolitik. Auch da werden Unterschiede schnell deutlich. Ich weiß, dass wir mit unserem modernen Familienbild als FDP nicht jedem in der CDU gefallen. Da gibt es Unterschiede. Hört man ja auch. Ich weiß, dass das so ist und für uns ist es nun mal völlig normal, dass
Mann und Frau einer Berufstätigkeit nachgehen. Wir halten Kinderbetreuung, Kitas nicht für Teufelszeug, sondern würden dort gerne noch viel, viel mehr machen. Und wer wen liebt und wer wie mit wem zusammenlebt, da machen wir als Liberale überhaupt keine Vorschriften. Das geht uns nicht an. Das ist Privatsache. Das ist nun mal so. Aber wer gleiche Pflichten hat, sollte auch gleiche Rechte haben. Und da wünsche ich mir sehr, dass die Union auch in der Frage der Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften vielleicht doch mal über ihren Schatten springt und die gesellschaftlichen Gegebenheiten akzeptiert, vielleicht diesmal ja sogar ein bisschen schneller als das Bundesverfassungsgericht. Meine Damen und Herren, ich bin fast in der Zeit. Ja, ich kann nichts dafür, dass in der Tagesordnung immer zu wenig reingedruckt wird. Das ist ein Druckfilm. Das ist bei mir noch nie unter einer Stunde gewesen, wissen Sie doch. Ich werde oft gefragt, wie ich das eigentlich alles so schaffe. Na, den Landtag, den Stadtrat, das in Berlin mitzumachen, die Partei, dann habe ich auch noch ein Unternehmen. Werde immer gefragt, man unterstellt mir immer, dass man das nicht hinkriegt. Das kriegt man hin. Wissen Sie, wann man das hinkriegt? Wenn man nie allein ist. Wenn man gute Leute hat, ein gutes Team hat, gute Kollegen hat, gute Mitarbeiter hat, dann schafft man mehr, als derjenige schaffen kann, der immer alleine auf sich selbst gestellt ist. Ich muss in unserer Partei ganz viele Dinge nicht machen. Ich kümmere mich um viele Details nicht so sehr, Thorsten. Ich muss dann Thorsten machen. Das ist auch nicht so meine Stärke. Ich kann mich auf ein paar wesentliche Sachen konzentrieren. Deswegen bin ich so unglaublich dankbar, dass wir genau diese Partei haben. Ich habe fantastische Kollegen im Landtag. Ich habe fantastische Kollegen auch im Dresdner Stadtrat. Ich habe tolle Mitarbeiter im Landtag, auch im Stadtrat, in den Ministerien, im Liberalen Haus, auch bei mir in meiner Firma, wenn ich das sagen darf. Ich habe auch eine tolle Unterstützung zu Hause. Wir sind, wie Herr Thorsten das in der Pressekonferenz gesagt hat, eine Partei, die richtig gut in Schuss ist. Hier arbeiten ganz viele mit, nicht jeder steht dann hier am Rednerpult. Aber ganz, ganz viele machen ihren Job, ganz, ganz viele machen einen guten Job, ganz, ganz viele tragen das, was uns ausmacht, in die Partei, ins Land hinaus. Das sind die Landesfachausschüsse, das ist in der Stiftung, in der Kultstiftung so, das ist die Vereinigung der liberalen Kommunalpolitiker. Wir haben als FDP Sachsen den mit Abstand besten Jugendverband, können wir auch glücklich drüber sein. Und ich bin nur so lange zufrieden, wie ihr das A behaltet. Ne? Juli, ja, nee, Julis. Markenkern. Was macht uns einzigartig? Was macht uns anders? Und die Sachsen sind anders. Gilt ja auch für den Jugendverband. Warum soll es beim Jugendverband anders sein als bei der Partei? Ist immer so. Und wir haben mit den liberalen Arbeitnehmern hier sogar eine Besonderheit, wo alle anderen in vielen Bundesländern gucken, wo kommt denn das her? Das gibt es nämlich in der FDP ganz, ganz selten. Ich bin sehr stolz, dass, auch wenn wir inhaltlich manchmal so ein bisschen über Kreuz liegen, aber wir eben genau diese liberalen Arbeitnehmer haben, die viel für uns machen, und das will ich jetzt mal mit allem Respekt sagen, deutlich besser organisiert sind als der liberale Mittelstand und auch viel mehr sind. Deswegen vielen Dank auch an euch. Und trotzdem, wir haben mit dem liberalen Mittelstand einen Neuanfang jetzt gewagt, dem Professor Albrecht Mugler, wir haben bei den liberalen Senioren einen Neuanfang gewagt, wir haben bei den liberalen Frauen auch einen Neuanfang gewagt. Ich glaube, da ist richtig viel gut im Entstehen. Meine Damen und Herren, diese Partei ist richtig gut im Schuss. Das haben Sie gemacht. Ich danke Ihnen recht herzlich dafür. Vielen Dank und noch einen schönen Parteitag.